Saluton und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Esperanto. Und es sieht nach diesem Skill aus, der heute gestärkt wird. Vielleicht auch einer von den anderen. Ich habe hier wieder einiges zu tun. Ich muss da langsam mal aufholen, ne? Aber gut. Heute erstmal anscheinend ganz normale Tätigkeitswörter. Scheint es so zumindest. Misst du das Multe? Misst du das Multe? Ja, und ich studiere viel. Also ich denke mal, es orientiert sich hier eher an dem englischen Wort study. Und study bedeutet ja so viel wie üben, ne? Also lernen. Also im Sinne von, ja, üben halt, etwas üben. Zum Beispiel. Gut. Dann, misst du das Multe? Ich lerne viel. I learn much, vielleicht? I study, ach stimmt. Guck mal hier, ich habe das jetzt ins Deutsche mit lernen übersetzt, weil man im Deutschen an der Stelle lernen sagt. Und jetzt habe ich im Gedanken, das deutsche Lernen ins englische Lernen übersetzt, obwohl das study da ist. Ich bin so durcheinander gerade gewesen. Meine Güte, ist das peinlich. Ah, Line auscultas. Line auscultas, er hört nicht zu. Und er hört nicht zu. He does not listen. So. She memoras la felicain tagoin. Ja, vielleicht kennt jemand das Wort Felix, ne, ist ein Name, ne, aber auch ein lateinisches Wort und das heißt glücklich. Und felicain tagoin sind die glücklichen Tage. Vielleicht kennt jemand auch das spanische Feliz Navidad. Das wäre, ne, Feliz kommt auch davon von Felix, ne, glücklich. Glückliche Weihnachten zum Beispiel in dem Fall. Zum Beispiel, ne? Und Memory, ne, ist Gedächtnis, also Memoras ist, ja, erinnern. Genau, sie erinnert sich an die glücklichen Tage. She remembers the happy days. Genau. So, may I go to Europe? Darf ich nach Europa gehen? Ĉu mi rajtas iri al Europo? Hätte ich jetzt gesagt. Ja, das ist doch das Einzige, was ich sagen würde. Genau. Das mit Reiters, ne? Ich weiß nicht genau, wo das herkommt, aber mich erinnert das an das englische Wort Ride, ne? So nach dem Motto, am I right to go to Europe oder so. Ne? So ein Motto, ne? Könnte man vielleicht so als Eselsbrücke nehmen für das Wort Reiters. Gut, bonvolu pardoni min. Bonvolu heißt so viel wie bitte. Das ist eine Aufforderung. Ne? Wörter, die auf U enden, sind ja Aufforderungen. Imperative ist der Fachbegriff dafür. Und genau, danach kommt immer die Grundform. Und die Grundform endet in Esperanto ja immer auf I. Ja, also bonvolu pardoni min. Pardon, ne, Französisch, Entschuldigung. Also, bitte entschuldige mich. Bonvolu pardoni min. Ne, min, wen oder was entschuldigen? Ne, mich, min, deswegen das N auch. Also, bitte entschuldige mich. Please. Excuse me. So. Li ofte pardonas rapide. Er oft verzeiht, würde ich sagen. Ne? Pardonas dann. Ne? Rapide, schnell. Er verzeiht oft schnell, würde ich sagen. He often excuses, ne, forgives. Vielleicht forgive. Passt hier vielleicht. Forgives quickly. Ja, passt auch. Sehr schön. Also, pardonas ist ja nicht nur entschuldigen, sondern auch vergeben. Das ist ja eigentlich quasi das Gleiche. So, bonvolu ne sorgi. Ne, was sind Sorgen? Ne? Also, ist es auch in Esperanto. Also, sorgi heißt also Sorgen. Sich um etwas sorgen. Ne? Ne ist die Verneinung. Und bonvolu, hatten wir ja schon, ist bitte. Die Aufforderung, bitte sorge nicht. Also, bitte sorge dich nichts quasi. Also, auf Englisch wäre das don't. Worry. Nicht worry. Worry. Please don't. Ich hab das vergessen. Jetzt habe ich gedacht an diesen Ausspruch, ne? Don't worry, be happy zum Beispiel. Jetzt habe ich das please vergessen. Obwohl es ja in Bonvolu steht. Meine Güte, was mache ich denn gerade? Li provas studi. Provas heißt, glaube ich, so viel wie probieren sozusagen. Könnte man vielleicht so übersetzen. Also
Er versucht zu lernen. He tries to study. Wenn mich nicht alles täuscht. Genauso ist es auch. Line sorgas, das hatten wir alles quasi schon. Er sorgt sich nicht. Also, he doesn't worry. Mirinde. Ich glaube, das war sowas wie awesome, glaube ich, sowas. Ich weiß nicht genau, wo das nochmal herkommt, das Wort, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube, das war sowas. Ist es auch, okay. Ich weiß leider wirklich nicht mehr genau, wo das Wort herkommt. Habe ich vergessen. Mi volas fini la laboron. Ja, mi volas fini, ich will, ja, finishen sozusagen, ne, also vollenden. La laboron, wen oder was, ne, wen oder was beenden. La laboro, Arbeit. Ne, was macht man nämlich im Labor? Arbeiten. Ja. Ich will die Arbeit beenden. I want to finish the work. Genau. Via libro ist das Mirinda. Also was Mirinda heißt, das haben wir ja vorhin schon gelernt. Und via libro ist dein Buch. Dein Buch ist awesome sozusagen. Also toll quasi auf Deutsch wahrscheinlich. Your book is awesome. Genau. Ili ciam estas felicei. Ciam heißt immer. Ne? Ciam heißt wann, ciam heißt immer. Ne? So funktionieren diese Wörter in Esperanto, ganz einfach. Ili sind sie. Sie sind, estas ist ja sind in dem Fall. Und felicei hatten wir schon, glücklich. Sie sind glücklich. Ne? Und das J ist natürlich für die Mehrzahl, weil sie mehrere Leute sind. Sie sind glücklich. They... Also immer glücklich. They are always happy. So, ĉu vi povas montri al mi la ĉevalon? Ĉu leitet eine Ja- oder Nein-Frage ein. Also es ist eine Ja- oder Nein-Frage, was folgt. Also, vi povas montri, du kannst zeigen, also kannst du zeigen, ne, weil Ja-Nein-Frage. Und ne, in Französisch montrer war zeigen, montri. Und povas, ja, Französisch pouvoir zum Beispiel. Im Lateinischen was posse können. Da kommt es wohl her. Und ja. Und im Spanischen war es, glaube ich, poder, ne? So war es doch, glaube ich. So, almi cheval. Also almi ist mir und la cevalo, ne? Französisch cheval, Pferd. Also wen oder was, ne? Deswegen das N. Also wen oder was zeigen. Also kannst du mir das Pferd zeigen? Can you show me the horse. Genau. So, li montras monon al ili. Mono müsste Geld sein, ne? Wen oder was zeigt er? Deswegen das N und wem, ne? Und deswegen ili. Al ist dann sozusagen dieses, das sozusagen das Kennzeichen, die Kennzeichnung für das, den Dativ im Deutschen, also wem, zum Beispiel ihnen, in dem Fall ili, al ili. Oder im Englischen wäre es halt to them. Das wäre dann quasi fast die gleiche Konstruktion. So, Limontras monon al ili. Er zeigt ihnen Geld. He shows them money. Oder man könnte auch sagen, he shows money to them. Wäre das gleiche. Da hätten wir die gleiche Konstruktion wie im Esperanto-Satz. So, we finish eating the apples. Also, wir essen die Äpfel zu Ende. Das wäre dann, müsste dann sein, nie, wir. Dann finas, glaube ich, weil fini war ja beenden, ne? Finas mangi war essen, wie im Französischen manger. Und jetzt, wie im Französischen pomme, Apfel, ne? Ist auch im Esperanto pomo. Und zwar la pomoin. Denn wen oder was isst man? Mehrere Äpfel in dem Fall, deswegen das J und das N. Das ist keine Frage, das ist eine Aussage. Genau, ist richtig. Are you trying to listen to him? Versuchst du ihm zuzuhören? Also Ja-Nein-Frage. Und dann du versuchst, provas, wie provas, du versuchst, jetzt zuzuhören, ausculti und jetzt al li, ihm, hätte ich jetzt gesagt. Oder ist es lin, ist es direkt? Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Ich mach mal direkt. Ich glaube, das war vielleicht das direkte Objekt. Ihn zuhören. Ihn.
Ich glaube, es war so, oder? Hoffe ich. Ausculti. Was habe ich denn falsch gemacht? Ausculti. Ach so, ich habe das falsche Zeichen genommen. Stimmt, das muss das Ding nach unten sein. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, das zu nehmen dafür. Naja. Der Rest war richtig. Se vi estas felicia, ancau mi estas felicia. Ancau heißt auch. Und se vi estas felicia. Ne, im Französischen hat man zum Beispiel das si. Und auch in anderen, im Spanischen müsste es auch so sein, glaube ich, oder war doch so. Und in vielen romanischen Sprachen hat man irgendwas mit S, soweit ich weiß, für wenn. Und so ist es auch im Esperanto. Wenn du bist glücklich, auch ich bin glücklich, quasi. Ne, wenn du glücklich bist, bin ich auch glücklich. Mit deutscher Satzstellung. Genau. If you are happy... I am happy to. Zum Beispiel. Mal mit Komma schön abtrennen. Wir wollen ja korrekt schreiben. So. The girl finishes eating the apple. Also das Mädchen isst den Apfel zu Ende. Das heißt, oder hört auf, den Apfel zu essen. Vielleicht auch das. Weiß ich nicht. Eher vielleicht zu Ende essen, sozusagen. Das Mädchen, also Knabo, ist der Junge. Und Ino ist sozusagen das Zeichen für Mädchen, also Knabino ist dann das Mädchen, also der weibliche Junge, ne? Also Mädchen. La Knabino finas mangi la pomon. Das hatten wir, den Satz hatten wir quasi. Und diesmal ist es nur ein Apfel, deswegen kein J. Das J steht ja vorhin im Plural, also die Mehrzahl. So. May I go to Europe? Genau, das war jetzt das. Chu mi reitas iri. Iri ist übrigens auch vom Lateinischen ihre, französischen ir und im Spanischen war es auch ir. Also ja, gehen ist dann, da sind sie sich relativ einig, die romanischen Sprachen, was gehen heißt. Jimmy Reiters iri al Europa. Diesmal nehme ich auch das richtige Zeichen dafür. So. Misst du das multe? I study much. So, das war's auf Englisch. Ich lerne viel. I study much. Lernen im Sinne von üben, ne? So, bonvolu ne sorgi. Please don't worry. Das habe ich vorhin vergessen. Und damit sind wir auch schon fertig. So. Oh, hier sind nochmal vier Sachen. Das ist auch ganz schön viel. Was ist denn da los? Das haben wir gestärkt. Ah, ein Levelaufstieg. Cool. Level 14 in Esperanto. Sehr schön. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Juhu. Und ja, dafür gibt es auch eine Lingot-Belohnung. Kann ich mir nur nicht wirklich für von kaufen, weil ich schon alles gekauft habe. Ich kann die Dinger gar nicht ausgeben, die ich da habe. Naja gut. Jedenfalls bedanke ich mich fürs Zusehen, fürs Zuschauen und fürs Mitdenken. Falls es Fragen und Anmerkungen gibt, ab in die Kommentare damit. Würde mich freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bum, 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 bum. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, was deine Wahl der Qual? Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal. Ba-dum-bum, ba-dum-bum, ya-bum.